wants to get past his teammates, which he does. No, he's going to puncture. They make contact. So, hallihallo und Servus, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute in Assetto Corsa Competizione und zwar zum Sichtungsrennen in Solda für einen Comp Cup, wo ich mich jetzt leider aktuell noch alleine eingetragen habe. Ich hoffe, der Hofidan lässt sich über kurz oder lang irgendwie nochmal überzeugen davon. Ist im Endeffekt das Pendant zur F1 Online Liga, also sprich auch eine Online Liga in Assetto Corsa Competizione, wo ich jetzt eben gerne mitfahren würde. Ich habe da also Einteilungszeiten schon mal gefahren und jetzt findet eben das Sichtungsrennen nochmal statt, um zu sehen, wie fährt derjenige, der Einzelne. Ist es einigermaßen akzeptabel, annehmbar, fair? Und da sind wir heute dabei. Wir sind in der Formation Lab. Und grüne Flagge, das Rennen geht los. Ich komme relativ gut vom Start weg, aber kleine Berührung mit einem Lamborghini, glaube ich, links neben mir. Ich bin von P20 gestartet. Habe hier gleich mal drei Plätze vom Start weg gut machen können. Und da geht es in die ersten Kurven. Ich will da natürlich auch nicht ganz so aggressiv reinstechen. Von dem her lasse ich es eher aktuell nur ein bisschen ruhiger angehen. Und ich versuche jetzt gerade einfach mal meinen Platz zu halten. Und da passiert es schon. Da kommt einer von der Strecke ab, ein Lambo. Und ich kann da leider immer ausweichen und donnert ihm so ein bisschen seitlich rein. War leichter Schaden vorne, glaube ich, hieß es. Aber hat jetzt die Fahreigenschaften nicht maximal beeinträchtigt. Und jetzt hieß es einfach mal dranbleiben an dem Porsche vor mir. Irgendwie versuchen da mich ranzuhängen im Windschatten. DRS, ERS, wie man es aus der Formel 1 kennt, gibt es da ja nicht. Das heißt, man muss wirklich durch Fahren, durch Windschatten, durch Setup einigermaßen versuchen, da was gut machen zu können. Die Autos sind homologiert, das heißt, oder homologisiert, das weiß ich immer gar nicht, wie das jetzt genau heißt. Also gerne in die Kommentare reinposten, ich bin da offen für Anregungen und lernwillig. Heißt im Endeffekt einfach nur, dass die Fahrzeuge auf dem gleichen Stand, Leistungsstand, was PS-Zahl, was Leistung des einzelnen Fahrzeugs angeht, eben halt, wie gesagt, auf dem gleichen Stand sind. Schöne Helikopterperspektive haben wir da. Ich versuche da mich irgendwie an den Porsche ranzuhängen und da dann vielleicht den einen oder anderen Platz irgendwie noch gut zu machen. Alles recht eng beieinander, auch wenn man da mal aufs Lapboard, aufs Timetable guckt. Also ist im Endeffekt alles schön knapp beieinander, da ein bisschen über die Carbs drüber geräubert. Ja, und da stecke ich aber trotzdem auch nochmal zurück, weil ich, wie gesagt, ich wollte da nichts riskieren. Der Porsche aber spät auf der Bremse und kommt da weit raus. Hat also auch die Kurve, den Kurveneingang verpasst und das war meine Chance, dann ihm vorbeizugehen, jetzt auf P15. Und ja, jetzt habe ich einen Markenkollegen, BMW, vor mir. Und da werde ich jetzt auch versuchen, mich da irgendwie ran zu beißen. Übrigens auch für uns wichtig, wie gefällt euch denn unsere Lackierung von unserem BMW M4 GT3? Gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Würde uns freuen, wenn da so ein kleines Feedback mal käme. Mit dem ACC-Editor, also Assetto Corsa Competizione Editor gemacht. Also jetzt nicht am PC wirklich selber, sondern in dem vorhandenen Editor. Geht auch nicht anders für den Comp Cup, da waren nur diese Bordmittel-Liveries, die man da erstellen kann, unterstützt. So, jetzt bin ich schon relativ nah an dem BMW dran, durch die Schikane geht's durch.
Aber ganz reicht's natürlich noch nicht. Da, schöne Schikane. Am ersten nimmt man die und dann ist es ein bisschen tricky, da raus zu beschleunigen, weil man da leicht mal dann auf die Wiese rauskommt. Ja, braucht man ein bisschen Eier. So, vom Porsche hinter mir können wir uns so ein bisschen absetzen. Jetzt nicht maximal, also der ist auch nur in Reichweite, also Fehler sollte keiner passieren, aber ja, geht so ein bisschen, dass man leichter davon oder ein bisschen leicht davon ziehen können. Sind wir 1,3 Sekunden aktuell hinter ihm, vor ihm. 0,6 fehlt uns auf dem Markenkollegen BMW. Da habe ich einen relativ schönen Exit erwischt von der Kurve. Da habe ich gut Überschuss, aber die Kurve zum Überholen zu nutzen ist ein bisschen arg. Von dem her stecke ich da nochmal zurück und versuche es jetzt mal in der Schikane vorne. Aber auch da merke ich, da müsste ich schon sehr spät bremsen und da ist die Gefahr, dass ich den mitnehme. Ja, und jetzt kommen wir in eine Situation, die für mich jetzt nicht ganz so gut war. Die beiden da vorne duellieren sich ganz gut, drücken sich da raus. Der Honda kommt zurück auf die Strecke und dreht mich mit raus. Ja, jetzt wäre ich fast noch hier dem anderen Honda mit reingeplasht. Also, ja. Nicht ganz so gut gelaufen, aber gut, that's racing, ne? Das kann passieren. War jetzt sicher keine Absicht von ihm. Genau. Auch da habe ich dann nur mal einen leichten Schaden vorne bekommen. Man sieht es dann auch an meinem Licht. Vorne links ist das, glaube ich. Immer wenn ich auf die Bremse gehe, dann fängt das Licht so das Blinken an. Aber zum Glück haben wir da keine TÜV-Abnahme. Von dem her ist das völlig wurscht. Blöd ist halt natürlich, dass ich jetzt einfach relativ viel Zeit nach vorne verloren habe. Jetzt bin ich mittlerweile 2,5 Sekunden hinter meinem Vordermann. Und jetzt merkt man schon ein bisschen den Schaden. Also jetzt trägt es dann schon leicht in den Kurven ein bisschen nach außen. Da muss man, ja, rein vom Fahrstil jetzt ein bisschen was anpassen. Aber Auto war noch fahrbar, also jetzt auch nicht so, dass ich unbedingt hätte in die Box müssen, um den Schaden reparieren zu lassen. Von dem her alles gut. Da haben wir es gesehen. Das Licht spinnt ein bisschen. Aber wie gesagt, TÜV-Prüfer war keiner an der Strecke. Von dem her alles gut. Konnte man wieder ein bisschen ranfahren auf 2,4 Sekunden jetzt, aber ja, der Hintermann war näher an mir dran wie ich am Vordermann, von dem her ging es jetzt in erster Linie mal darum, auch ein bisschen nach hinten zu schauen, um ja, da nicht noch eine Position zu verlieren. So, springen wir in die Runde 12. Weil bis dahin war es dann eher ein bisschen ruhiger. Das ging alles so vor sich hin. Platz konnte ich halten, beziehungsweise sogar einen gut machen, weil es einen vor uns rausgedreht hatte. Aber ja, ansonsten wenig spektakulär. Und jetzt geht es eben so drum, bin auf 1,4 Sekunden wieder rangekommen an das kleine Feld vor mir und jetzt ging es eben darum, da einfach einen Anschluss zu finden, um vielleicht da nur Plätzchen rauszufahren. Vor mir ein Porsche und davor der Honda, also wie gehabt, das hat man alles schon. Das ist unverändert zu vorhin, da waren jetzt keine großen Positionsveränderungen.
BMW übrigens, der M4 GT3, Top-Auto finde ich, komme mega klar mit dem, also der lässt sich super schön fahren, war bislang eher so Aston Martin-Liebhaber. Der geht so in die Richtung, also der lässt sich richtig angenehm fahren vom, wenn man da am Setup noch ein bisschen was bastelt, dann liegt das Auto wirklich wie Brett, also top, auch die Strecke mag ich total gern, soll da. Ja, also super schön zu fahren, auch gerade mit dem BMW eben. Versuche mich eben jetzt auch für einen Comp Cup mit dem BMW zu qualifizieren, denn das Auto, das man im Sichtungsrennen verwendet, das wird dann eben auch das Auto, mit dem man die Saison fährt. Und von dem her war es eigentlich klar, dass ich den haben möchte, auch wenn der ganz neu eigentlich erst in ACC dabei ist und da wohl ja noch ein paar Veränderungen kommen waren. Aber wie gesagt, das Auto wirklich top, macht riesen Spaß. Ja, jetzt seht ihr schon, also bisschen näher dran jetzt schon mittlerweile, da minimaler Quersteher gewesen. Aber hat jetzt keine große Zeit gekostet. Von der Zeit her 07 hinterm Porsche. Und ja, jetzt heißt es ja, so langsam ranpushen. Problem war nur, dass das Setup mittler, oder ist nicht das Setup, sondern das Auto durch den Schaden, auch die Reifen haben natürlich schon ein bisschen nachgelassen in der Zeit. Ja. Man merkt da, ich komme gerade in der Kurve immer sehr weit raus jetzt. Ja, war da also ein bisschen schwierig dran zu bleiben, weil ich da jetzt doch eben, wie ich gerade schon gesagt habe, den Schaden schon gemerkt habe dann und eben halt auch die Reifen, die haben ein bisschen nachgelassen zu dem Zeitpunkt schon. Und von dem her musste ich da ein bisschen beißen. Da war jetzt wirklich ganz nah dran. Wollte natürlich, muss ich auch dazu sagen, im Sichtungsrennen jetzt nicht sehr viel riskieren. Wie gesagt, wie der Name schon sagt, Sichtungsrennen, da geht es mir in erster Linie darum, passen die Zeiten, die ich in den Einteilungszeiten angegeben habe, wie fair fahre ich oder wie auch immer. Das heißt nicht, dass ich sonst unfairer fahren würde, das heißt nur, dass ich da eben schon ein bisschen, ja, ein bisschen vorsichtiger war, wie in einem Rennen, wo es jetzt wirklich um Punkte oder gar Meisterschaften gehen würde. Da sticht man dann vielleicht an Stellen schon doch mal eher rein, wo man es hier jetzt nicht macht, ne? Klar. Naja, jetzt war es schon greifbar. P13. Aber auch hier wieder, mich trägt sehr, sehr weit raus, muss da gut vom Gas gehen. Also da, wo man normalerweise wirklich in den Apexes schon wieder voll drauf gehen kann, ging da dann nimmer. Und da hat man dann einfach halt auch gemerkt. Und er dreht den Porsche raus seitlich, habt ihr schon gesehen. Das war, ja, P13 dann, konnte ich nicht mal was dafür, zum Glück. Also das war sein Eigenverschulden, ja, somit hat es mal einen Platz gebracht, ohne dass ich da wirklich fighten musste. Einfach hinterherfahren und dann auf einen Fehler hoffen. Ist ja manchmal, ja, fast notwendig, ne? Und jetzt hieß es halt so auf den Honda vor mir ein bisschen Druck aufzubauen. Und war gar nicht so einfach. Weil sehr, sehr solides Rennen gefahren, der Finn. Und dann kamen blöderweise halt auch Fehler von mir dazu, beziehungsweise eben, dass das halt das Auto schon gut in Mitleidenschaft gezogen war dann, ne? Da
da auch wieder relativ weit rausgekommen, immer in den Sand. Das ist jetzt, führt jetzt nicht zum maximalen Gripverlust, aber kostet halt Zeit. Dann der Honda ein bisschen quer gerade. Das ist nicht viel, was es bringt, aber so ein, zwei Zehntel. Ja, also man merkt halt dann gleich. Also kleiner Fehler passiert, dass man dann trotzdem wieder näher rankommt. Da war er wesentlich stärker immer am Kurvenausgang. Also da, ja, weiß nicht, ob das Leistungsschub, kann man ja eigentlich nicht sagen, weil wie gesagt, die Autos sind ja eigentlich gleich von der Leistung, aber man merkt natürlich schon trotzdem einen Unterschied zwischen den einzelnen Fabrikaten, ne? Hat jeder so seine Vor- und Nachteile. Jetzt bin ich relativ nah dran an ihm. Da habe ich sehr, sehr viel Überschuss eigentlich hier für die Kurve. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die Kurve kannst du nicht vollnehmen. Und da trägt es mir auch wieder sehr weit raus. Wobei es da noch ging sogar, ja. Auf 0,4 an ihm dran. Ja, und da kam ich nicht richtig schön durch die Schikane durch. Und das sieht man gleich wieder. Ist wieder einfach ein bisschen Zeit verloren und kann er wieder minimal wegziehen. Somit die Chance für die nächste Kurve, Spitzkehre hier, eigentlich auch wieder vertan. Und da komme ich viel zu weit raus. Und auch das kostet wieder Zeit. Rechts ein. Weiß gar nicht, was das war. Lamborghini, glaube ich, hat es rausgedreht. An der Position hat sich aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nichts. Oder doch? Mal kurz warten bis zur nächsten Zeitmessung. Doch, genau. War also kein Überrunde, der den da rausgedreht hat, sondern wirklich er vor uns platziert ist, somit ich auf P12. Und versucht da irgendwie mir P11 noch zu holen. Aber es ist wie gesagt sehr, sehr schwer da dran zu bleiben. Jetzt nicht mal, aber vorbeizukommen. Und auch da wieder viel zu weit rausgetragen. Das ist halt wirklich, ja, schlecht. Und dann sieht man gleich den Abstand wieder, ne? Sind wir in Runde 21. Letzte Runde, soweit ich weiß, ist es. Und jetzt geht es ein bisschen ans Überrunden. Haben wir einen vor uns. Macht er auch schon mal mit Lichthupe ein bisschen auf mich aufmerksam, dass der auf Zeit fährt. Hat er super gemacht. Blöd war ich bloß. Der geht da echt gut in die Eisen. Also lässt mir sehr, sehr viel Platz. Ich hätte viel weiter innen fahren können. Und trägt es mir aber trotzdem viel zu weit raus. Im Großen und Ganzen das Rennen super schön. Ich finde Assetto Corsa Kombinationen mittlerweile wirklich richtig geil. Also das ist Formel 1 ist my Fable Nummer 1, gar keine Frage, aber Assetto Corsa ist absolut cool und macht richtig Spaß. Deshalb auch die Entscheidung da in der Liga mitfahren zu wollen, einfach weil das nochmal was ganz anderes ist wie Formel 1 und einen super Ausgleich zur Formel 1 schafft. Das war's mit dem Sichtungsrennen in Solda. Ich bin gespannt, ich weiß es nämlich noch nicht, wo ich eingeteilt werde, in welcher Liga. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch lassen, Glocke klingeln, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt und natürlich auch abonnieren. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.